Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute steht bei uns Holcim, der weltweit größte Baustoffproduzent, im Fokus. Und darüber spreche ich wie gewohnt mit Vivien Spanberg von Vontobel. Frau Spanberg, Holcim hat Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Umsatz und Betriebsgewinn sind wegen diverser Verkäufe gesunken. Organisch ist Holcim allerdings gewachsen. Wie kommen denn die Zahlen bei Ihnen an? Ja, Holcim ist relativ mit viel Tempo ins neue Jahr gestartet. Wie Sie schon gesagt haben, sie haben organisch eigentlich zugelegt, aber die beiden Verkäufe haben sich dann doch schon ein bisschen bemerkbar gemacht. Das sind nämlich die beiden Verkäufe im Zementgeschäft gewesen, in Indien und auch in Brasilien. Und somit sank der Umsatz bei Holcim hier um 11,1% auf 5,7 Milliarden Schweizer Franken. Organisch, also ohne die Verkäufe, wären sie beispielsweise 8% im Umsatz gestiegen, und das Indien-Geschäft haben sie zum Beispiel für 6,4 Milliarden Schweizer Franken verkauft, US-Dollar, Entschuldigung. Das EBIT sank somit auch um 19,7% auf 493 Millionen. Und auch hier war natürlich die Verkäufe ausschlaggebend für das Minus. Organisch wäre nämlich sogar das EBIT gestiegen um 12%. Wenn man sich jetzt mal die Region anschaut, zum Beispiel bei Europa, da sind sie um der Umsatz um knapp 9% gestiegen, das EBIT um fast 59%. Und hier vor allem das starke Ergebnis ist vor allem auf die Strompreise zurückzuführen, weil gerade das Zementgeschäft natürlich sehr stromintensiv ist. Und dadurch, dass die Strompreise wieder etwas zurückgekommen sind, hat sich das hier positiv eben gerade in Europa niedergeschlagen. Auch in Lateinamerika konnte das Unternehmen auch weiter zulegen. Hier vor allem die gut gefüllte Infrastrukturpipeline, was sie dann eben auch für eine weitere starke Entwicklung hier vor allem in Lateinamerika sehen werden. In Nordamerika machten sie zwar 5,5% mehr Umsatz, das EBIT ging aber zurück um 47%. In den Segmenten Zement, Zuschlagstoffe und Transport, Beton war der Jahresauftakt noch ganz gut, aber im Bedachungsgeschäft ist hier vor allem die Normalisierung der Lagerbestände zu sehen, was dann einen Volumensrückgang hier zurückzuführen ist. Somit hat Nordamerika hier ein bisschen geschwächelt. Overall haben sie aber organisch, wenn man die Verkäufe rausrechnet, eigentlich einen relativ soliden Jahresauftakt hier geben können. Stichwort Verkäufe, Übernahmen und Verkäufe waren in den vergangenen Monaten ja ein großes, wenn nicht sogar das große Thema. Das war ja schon bei unserem letzten Gespräch vor einem halben Jahr der Fall. Wie weit ist denn Holcim mit der Transformation? Kommt da noch mehr? Ja, die Transformation von Holcim ist schon ein bisschen länger im Gange. Nämlich vor 5,5 Jahren kam der neue CEO Jan Jenisch und hat hier einiges umgekrempelt. Hier wurde die Konzernleitung ausgetauscht. Er hat viele überflüssige Jobs gestrichen. Er hat die Struktur schlanker gemacht. Er hat die Hauptzentrale in Paris geschlossen, ist von Zürich nach Zug gezogen und hat 37% des Zementgeschäftes verkauft. Und hat sich ein neues Standbein aufgebaut, nämlich Dachmaterialien, Dämmstoffe und auch Beschichtung. Und hier soll vor allem Holcim natürlich weg vom globalen Zementkonzern, sondern hat hier auch eben gerade im Fokus, dass sie ihr zweites Standbein weiter ausbauen. Und somit haben sie eben auch gerade im Dachgeschäft hier weitere Übernahmen getätigt. In Q1 waren es schon 12 und es sollen 30 werden dieses Jahr. Der größte dieses Jahr war vor allem der US-Dachspezialist Duro-Last für 1,3 Milliarden, aber auch einige im Bereich Lösungen und Produkte. Und auch bei dem Segment Zuschlagstoffe und Transportbeton haben sie einiges zugekauft. Und sie wollen eben nicht mehr in der Lage sein. Heutzutage ist es wahrscheinlich nicht so schön, ein Zement- oder ein Betonhersteller zu sein, weil es nicht nachhaltig ist und viele Anleger, aber vor allem auch Konzerne natürlich immer mehr draufschauen. Und somit will Holcim vor allem bis 2025 auch seine Produktion zwar nicht einstellen, aber sie wollen die prozentuale Anteil am Umsatz wirklich drastisch reduzieren. Und somit müssen sie sich erstens ein zweites Standbein aufbauen oder sie müssen entweder, um das zu erreichen, dass sie zum Beispiel 30% aus anderweitigen Bereichen erwirtschaften, müssen sie entweder zukaufen oder aus dem Bereich Beton und Zement weiter verkaufen. Und das ist wahrscheinlich auch eine Mischung, die Holcim hier weiter anstreben wird. Aber eher wahrscheinlich ist, dass sie eben noch mehr Übernahmen tätigen werden, um den Umsatzanteil des Zementgeschäftes hier immer weiter zu reduzieren. Und das haben sie eben eigentlich geplant bis 2025. Das ist ihre aktuelle Strategieperiode. Sie haben den Verkauf des Indien-Geschäfts schon angesprochen. Dadurch hat Holcim sehr viel Geld verdient. Auf der anderen Seite ist der Umsatz in der Region Asien-Pazifik deutlich zusammengeschmolzen. Dafür wiederum haben sich andere Märkte stark entwickelt, zum Beispiel Europa oder Nordamerika. Was sind denn für Holcim die entscheidenden Märkte der Zukunft?
Ja, wie schon gesagt, befindet sich Holcim gerade im Strategiezyklus 25, Accelerating Green Growth. Und hier wollen sie vor allem innovative und nachhaltige Baulösungen anbieten und hier vor allem die Megatrends abbilden, wie Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, aber auch die Verbesserung des Lebensstandards. Und somit sehen sie auch gerade im Bausektor oder im Bausegment hier aktuell sehr attraktiv und auch für die Zukunft sehr attraktiv. Und wollen hier durch eine Mischung von zum Beispiel auch nachhaltigen Beton, wie zum Beispiel grüner Beton EcoPact, bis hin zu ihren effizienten Dachsystemen auch alles abdecken. Und das Dachgeschäft alleine haben sie innerhalb von 2 Jahren auf 4 Milliarden Schweizer Franken Geschäft ausgebaut. Und dieses Tempo wollen sie auch beibehalten. Ziel ist nämlich, bis 2025 30% der Umsätze aus den Dachgeschäften zu ziehen. Und hier vor allem aus Europa, aus den USA, die sind hier Vorreiter, gerade Nordamerika, da haben sie natürlich auch eine große Übernahme getätigt. Und da ist zum Beispiel im Bereich Solution und Products schon 37% des Umsatzes kommt aus dem Dachgeschäft. Und das soll für den ganzen Konzern hier auch weiter ausgebaut werden. Somit ist die Strategie eben die Abhängigkeit von Zement zu reduzieren und hier vor allem ihre Dachgeschäfte weiter auszubauen und hier weitere Übernahmen vielleicht auch eben zu tätigen. Und das ist ihr mittel- und langfristiger Fokus. Und eben die Region, wie schon gesagt, Lateinamerika ist die Pipeline aktuell sehr gut. Europa hat sich eben gut entwickelt aufgrund auch der Strompreise, die weiter runtergekommen sind. Aber Nordamerika liegt auch vor allem ihr Fokus, wenn es um die Dachsysteme geht. Die sind gerade noch ein bisschen im Rücklauf gewesen, aber trotzdem ist wahrscheinlich Nordamerika hier auch das größte Standbein, was die Dachsysteme angeht, im Moment für heute. Dann schauen wir mal ein bisschen auf das Jahr 2023. Holcim hat ja im Zuge der Zahlen die Prognosen angehoben. Steht Holcim tatsächlich vor einem erfolgreichen Jahr? Ja, also sie haben ihre Prognosen relativ schnell angehoben, wenn man das so sagen darf. Für einige Analysten kam es auch ein bisschen überraschend. Sie haben ihr organisches Umsatzwachstum hier angehoben auf mehr als 6%. Vorher waren es 3 bis 5. Das wiederkehrende EBIT soll organisch um über 10% wachsen und die Marge soll mehr als 16% betragen und 3 Milliarden Schweizer Franken Free Cashflow wollen sie einsammeln. Der Bestelleingang für zum Beispiel Häuser im US-Markt oder für Dachsysteme im US-Markt scheint sehr gut zu sein. Sie sind zudem auch die Nummer 2 bei den US-Flachdachgeschäften. Also haben sie hier natürlich ein relativ gutes Standbein. Und der Markttrend wie On- bzw. Reshoring oder dem Bau von Datencenter, die aktuell aus dem Boden gestampft werden in den USA, könnte hier natürlich Holcim auch noch weiterhin zugutekommen. In Nordamerika war eben der Start ein bisschen holprig, hier vor allem, weil die Läger natürlich weiter abgebaut worden von den Großhändlern. Und man muss auch die Rezession noch so ein bisschen im Blick behalten, gerade in Nordamerika, weil dann natürlich nicht mehr so viel gebaut wird, was dann hier sich auswirken könnte. Eine Chance, die sich daraus aber ergeben könnte, sie könnten zum Beispiel relativ günstig hier Übernahmen dann in diesem Bereich tätigen. Lateinamerika, wie schon gesagt, war relativ positiv. Auch die Pipeline ist positiv. Für Lateinamerika, hier sieht man vor allem die abschwächende Inflation und die höheren Zementpreise, die trotzdem noch veranschlagen können. Und das Gleiche gilt auch für Europa. Das hat dann erstmal die Abschwächung im Bereich der Menge so ein bisschen runtergenommen. Und insgesamt ist Holcim relativ gut aufgestellt und auch gut aufgestellt in dem Sinne, dass sie für weitere Eintrübung der Wirtschaft eigentlich gut gewachsen sind. Sie haben wieder mal gezeigt, dass sie Preismacht besitzen, indem sie ihre Preise angehoben haben. Und haben trotzdem eine einwandfreie Bilanzsituation in dem Fall. Und sie sind eben strategisch auch auf dem richtigen Weg. Sie gehen aus CO2-intensiven Zement halt immer weiter raus und vor allem auch kapitalintensiv. Und hier gehen sie auf ihr zweites Standbein oder weiten ihr zweites Standbein immer weiter aus, was sich vor allem für Anleger, aber auch für Kunden natürlich positiv auswirken wird. Also Holcim auf einem guten Weg. Schauen wir uns zum Schluss nochmal die Aktie an. Die hat sich seit Oktober gut entwickelt. Wie ist denn aktuell die Meinung am Markt? Was ist bei der Aktie noch drin? Ja, die Holcim-Aktie hat sich, wie schon gesagt, eigentlich relativ positiv entwickelt. Über vor allem Year-to-Date ist sie relativ gut im Aufwärtstrend gewesen. Sie hat auch eine relativ starke Dividende. Sie hat Dividendenrendite von 4%. Auf der GV heute wird eigentlich auch noch darüber abgestimmt, ob sie die aktuelle Dividende auszahlen, 2,50 Franken. Und das wären nämlich zum Beispiel auch 14% mehr als die Vordividende.
Und die Analysten sehen auch für die nächsten 12 Monate hier noch etwas Aufwärtspotenzial für die Aktie, nämlich knappe 10,5%. Der aktuelle Kurs bei Holcim liegt nämlich bei 58,50 und das Durchschnittskursziel für 12 Monate laut Bloomberg liegt bei 65 Schweizer Franken. Und die Aktie ist mit 54% Buy gerated, 39 Hold und 7% Sell Rating. Somit ist die Strukturumwandlung, in der Holcim sich eben schon seit längerer Zeit befindet, anscheinend in einem guten Maßstab gelungen. Und es sieht für die Aktie anscheinend für die nächsten 12 Monate im Durchschnitt auch relativ positiv aus. Sagt Vivian Spanberg von Tobel. Vielen Dank. Danke. Das war die aktuelle Ausgabe vom Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Baustoffproduzenten Holcim. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.